Es hat eine große Bedeutung, weil Abdul-Majid ein, ich würde sagen, ein gutes Beispiel dafür ist, wie Integration funktionieren kann. Er hat sich sehr schnell in unsere Gruppe eingefunden, hat sich also auch, ist auf uns zugegangen auch und hat sich natürlich auch durch seine läuferischen Leistungen auch hervorgetan. Ich möchte dabei aber auch betonen, dass wir auch andere Sudanesen in unseren Reihen haben, die nicht so schnell laufen können und trotzdem willkommen sind. Aber jemand, der dann auch mal so einen Laufwettbewerb gewinnt, macht natürlich auf unsere Organisation, auf unsere Kampagne, die Jede Oma zählt, besonders aufmerksam. Und das freut uns natürlich besonders.